Ich gratuliere im Namen der Stadt Neumünster, im Namen der Stadtverwaltung, im Namen des Oberbürgermeisters und ich habe noch eine kleine Nebenaufgabe, auch im Namen der Bundeswehr, der Freiwilligen Feuerwehr Neumünster-Mitte, sehr herzlich zu diesem, vielleicht ein bisschen verspätet heute, aber zu diesem ganz besonderen Jubiläum. Ihr seid die erste und die älteste Freiwillige Feuerwehr in Neumünster und ihr leistet seit über 150 Jahren Dienst an dieser Gemeinschaft. Und in dieser Zeit leistet ihr Dienst für den Bürger. Ihr seid 24/7 bei Not und Gefahr da und in den letzten 3 Jahren im Schnitt jährlich über 100 Einsätze. Und wenn man bedenkt, wir reden über 80.000 Einwohner, die wohnen jetzt nicht alle in Mitte, aber dann versteht man, dass nicht alle Einwohnenden unmittelbaren Kontakt hatten mit dieser Dienstleistung. Aber womit alle Menschen, die in dieser Stadt leben, Kontakt haben, ist der Gedanke, egal, bitte außerhalb des Protokolls, wie sehr die Kacke am Dampfen ist, es gibt Menschen, die kann man anrufen und die kommen dann unter Einsatz des eigenen Lebens und der eigenen Gesundheit, um einem zu helfen. Dafür danke ich von ganzem Herzen, meine lieben Kameraden. 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr, Stadtteil Mitte. Ein Grund zum Feiern? Auf jeden Fall. Die Gesellschaft lebt ja von den ehrenamtlich Tätigen. Aber bei der Freiwilligen Feuerwehr sind es ehrenamtlich tätige Männer und Frauen, die bei vielen Einsätzen ihr eigenes Leben mit riskieren. Und das gilt besonders zu beachten. Und das muss man feiern, dass wir in der Lage sind, schon so lange auf Feuerwehren zurückzugreifen. Für uns heutzutage eine Selbstverständlichkeit, gerade in der Stadt, aber eigentlich eine der wichtigsten Aufgaben im Ehrenbereich. 150 Jahre Freiwillige Feuerwehr, Stadtteil Mitte, ein Grund zum Feiern. Ja, aber hallo, ein richtiger Grund zum Feiern. Also ich habe mich sehr gefreut über die Einladung heute zur Jubiläumsfeier. Es war eben eine sehr schöne Zeremonie und sehr schöne Reden wurden gehalten. Alles sehr würdig und dem Anlass entsprechend. Und jetzt hier bei Traumwetter, bei Sonnenschein, viele Menschen sind gekommen und wollen das sehen, was hier passiert. Und ich denke, das ist auch eine gute Aufklärungsarbeit für die Menschen und für die Kinder und die Jugendlichen, die diese Autos sehen und diese beeindruckende Technik. Schließlich ist das auch eine Art der Mitgliederwerbung. Das wünsche ich der Feuerwehr auf jeden Fall, die hier wirklich in den letzten Jahren immer wieder großartigen Einsatz zeigt. Und daher mein großer Dank, auch im Namen des Stadtverbandes Stadt Mitte und den ganzen Organisatoren hier noch einen wunderschönen Tag. Warum engagiert man sich in der Freiwilligen Feuerwehr? Warum engagieren Sie sich? Weil man das gerne macht, also Dienst am Bürger, ne? Vor welchen Problemen steht heutzutage eine Freiwillige Feuerwehr? Meistens Nachwuchsgewinnung, das ist meistens der Punkt. Und die Zeitknappheit des Bürgern, weil viele ja beschäftigt sind. Was ist das Faszinierende an dem Job Freiwilliger Feuerwehrmann? Die Kameradschaft, der Zusammenhalt der Wehr, das kann man nicht anders sagen. Und wenn man die Jugendfeuerwehr sieht, sieht man junge Jugendliche heranwachsen, das ist so der schönste Punkt, wenn sie dann in die aktive Wehr übertreten. Das ist das Beste, was man erleben kann. Von jung zu etwas älter, zu Erwachsenen heranzuwachsen. Das ist schon was richtig Schönes. 150 Jahre, wird es auch in Zukunft noch eine Freiwillige Feuerwehr geben? Das auf alle Fälle. Ohne das Ehrenamt wird es nichts leistungsfähig bleiben, weil das ist anders nicht zu bezahlen. Warum brauchen wir die Freiwillige Feuerwehr? Wir haben ja auch eine Berufsfeuerwehr hier in Neumünster. Wir brauchen jeden Mann und jede Frau in der Freiwilligen Feuerwehr. Denn eins ist klar, nur die Kombination von beiden sichert einen hervorragenden Bevölkerungsschutz im Stadtgebiet und auch fürs Umland. Also es wird keine Berufsfeuerwehr ohne eine Freiwillige Feuerwehr in Neumünster geben und keine Freiwillige Feuerwehr ohne eine Berufsfeuerwehr. Die beiden ergänzen sich optimal. Freiwillige Feuerwehr, Stadtteil Mitte, Berufsfeuerwehr, Neumünster. Wie läuft die Zusammenarbeit? Also ich finde es sehr gut. Man gibt immer wieder Situationen, wo man über gewisse Sachen, über Einzelfälle reden kann, diskutieren kann, wo man das verbessern kann, auf jeden Fall. Aber der Grundsatz, das ist das Wichtige, ist, weder der eine kann ohne den anderen noch andersrum. Weder BF kann ohne FF und die FF kann nicht ohne die BF. Wir müssen den Schulterschluss suchen und das ist auch einer meiner Aufgaben, das verfolge ich auch, dieses Ziel, dass wir im Endeffekt den Zusammenschluss von FF und BF weiter forcieren und die Zusammenarbeit immer wieder verbessern. Was haben wir hier gerade gesehen? Was wurde demonstriert? Ja, wir haben hier auf dem Tag der offenen Tür der Feuerwehr Mitte die erste Showvorführung gehabt. Wir haben hier rechts von mir einen Küchenbrand simuliert.
Da ging es darum, dass wir brennendes Fett entzündet haben. Wir haben den Zuschauern einmal gezeigt, wie man den Fettbrand richtig löschen kann, also wie man das vernünftig machen soll mit einem Deckel drauf und so weiter, worauf man dann achten muss. Danach haben wir die Showvorführung gemacht, die Fettbrandexplosion. Wir haben also Wasser in das brennende Fett gekippt, was man auf gar keinen Fall machen soll. Dabei ist der Effekt, dass wir wirklich das Wasser unterspült, das brennende Fett sozusagen, und reißt dann bei der Verdampfung das ganze Fett auseinander. Das führt zu einer irren Explosion sozusagen, zu einer großen Stichflamme. Die hat dann infolgedessen die Küche auch in Brand gesetzt. Wir sind dann mit Kollegen angefahren. Wir haben hier den Notruf auch wirklich simuliert, haben vorne über die Leitstelle dann auch ein wirkliches Feuer auslösen lassen sozusagen. Die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Tungendorf sind dann dazugefahren und haben den Fettbrand dann hier gelöscht. Haben wir also einmal gezeigt, wie so eine Türöffnung funktioniert, wie die Feuerwehr im Gebäudeinneren vorgeht und wie dann der Küchenbrand letztlich auch gelöscht wird. Das war so im Endeffekt das, was wir hier gemacht haben.